Hey Leute und willkommen zu den Newsics vom 5.6.2014. Heute erscheinen diese nach langer Pause ausnahmsweise mal zum Donnerstag statt dem üblichen Freitag. Dies liegt daran, dass heute nur Sniper Elite gratis ist und ich euch das mitteilen möchte. So, nun fangen wir aber an mit dem ersten Thema. Ab dafür. Heute beginnen wir mit Fable Anniversary. Dies erscheint nun auch für den PC. Das zuständige Entwicklerstudio Lionhead hat jetzt eine entsprechende Umsetzung bestätigt. Fable Anniversary kam bereits im Februar dieses Jahres für die Xbox 360 und wurde nun offiziell von den Entwicklern für den PC bestätigt. Damit kommen nun auch PC-Spieler in den Genuss von dem ersten Fable in HD-Optik. Und wieder die Xbox One. Irgendwie ist die Xbox One fast in jeder Newsic vertreten. Gestern erschien für die Xbox One das sogenannte Juni-Update, das folgende Neuerungen bietet. Die Nutzung von externen Speichermedien ist jetzt akzeptiert, somit kann man USB 3.0 Festplatten anschließen und den Speicher somit erweitern. Realen Namen können nun in Xbox Live verwendet werden und die Live-TV-Anwendung Xbox One Guide startet nun auch in Europa. Auf Steam gibt es heute, nur heute, Sniper Elite V2 gratis. Das ist anscheinend eine Werbeaktion für den am Ende des Monats erscheinenden Nachfolger Sniper Elite V3. Also klickt und kauft es euch. Aufatmen bei Nintendo. Mario Kart 8 ist innerhalb des ersten Verkaufswochenendes weltweit 1,2 Millionen Mal über die Ladentheke gegangen. Gerade in Bezug auf die hohen Verluste, die der Konzern in den letzten Monaten einstecken musste, ist dies endlich mal eine erfreuliche Nachricht. Also Daumen hoch für Mario Kart 8. Forza Horizon 2. Gestern wurde Forza Horizon 2 offiziell für die Xbox One und Xbox 360 angekündigt. In Forza Horizon 2 laufen die Entwicklungsarbeiten zweigleisig. Durch unterschiedliche Entwicklungsstudios ist gewährleistet, dass das Spiel auch für beide Konsolen möglichst zeitgleich fertig wird. Über den offiziellen Twitter-Kanal von Forza Motorsport heißt es, dass für die Entwicklung auf der Xbox One die Playground Studios zuständig sind. Diese haben auch schon Forza Horizon 1 entwickelt. Sie nutzen dafür das Grafikgerüst aus Forza Motorsport 5, entschuldigt. Die Fassung für die Xbox 360 übernimmt Sumo Digital und bedient sich des Grafikgerüsts von Forza Horizon 1. Beide Spiele sollen diesen Herbst erscheinen. Das war's wieder mit den Newsics vom 5.6.2014. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Themen unterhalten und würde mich freuen, wenn ihr wieder bei den Newsics am Freitag, den 13.6. einschaltet. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.